Shanna Epili? Das, ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Wo ist das Frauenschild? Ich muss mir mal, mein Auge kratzen oder jucken. Hilfe! Damenschild. Einmal Holz, einmal... Ah, seht ihr, dafür brauchen wir das fantastische Färbemittel orangener Glibber. Shanna stellt ein Damenschild her. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das einfach hier reinhängen? Und zählt die Mission dann als erledigt oder will sie unbedingt... Will sie unbedingt... Wir könnten das darüber machen. Sieht das gut aus? Och, okay, wir machen es vorerst, obwohl über den Stuhl macht, ist doch eigentlich kein Problem, oder nicht? Shanna baut ein privates Schlafzimmer, eine Premiere. Privates Schlafzimmer. Ein einfaches Einzelzimmer, wo man ungestört zur Ruhe kommen kann, kann einem Bewohner als Privatzimmer zugeteilt werden. Bett, Lichtquelle, Topf, Bewohnerschild. So, wie teile ich das jetzt einem Bewohner direkt zu? Hurra! Du hast mir mein ganz eigenes Zimmer gebaut. Vielen Dank, Shanna. Kenny trottet die ganze Nacht durch die Stadt und LaRoche schreit ständig im Schlaf. Und Boy schnarcht so laut, dass ich Angst habe. Die Wände stürzen gleich ein. Ich kann mich gar nicht auf mein streng geheimes Projekt konzentrieren. Hm? Was mein streng geheimes Projekt ist? Das ist streng geheim, du Dummerchen. Aber keine Angst, ich erzähle es dir, wenn ich fertig bin. Oh, und es wäre ganz prima, wenn du das Schild in meinem Zimmer mit meinem Namen beschriften könntest. Danke. Mission abgeschlossen. Chimärenflügel. Wie soll ich das Schild denn mit deinem Namen beschriften? Wir pennen jetzt erstmal. Hä, wieso? Wie beschrifte ich denn das Schild? Soll ich dein Schild bitte mit deinem Namen beschriften? Oh, Shanna, danke, dass du mir mein eigenes Zimmer eingerichtet hast. Jetzt, da ich endlich einen Raum nur für mich habe, kann ich mein streng geheimes Projekt abschließen. Ich habe die ganze Zeit neue Kleidung für alle gemacht. Boy hat seine Sachen als erster bekommen, weil ich sehen wollte, wie sie ihm stehen. Aber er wollte sie nicht anprobieren. Er meinte, er könne sich unmöglich vor aller Augen umziehen. Also hatte ich mir überlegt, Shanna, ob du nicht einen Raum bauen könntest, in dem wir alle unsere neuen Sachen anprobieren können. Es müsste ein paar Steinschemel darin stehen, damit wir uns setzen können. Und etwas, worin wir all unsere Kleidung verstauen können. Meinst du, du könntest etwas erfinden, worin man Kleidung lagern kann, Shanna? Kleiderschrank? Ankleideraum. Steinschrank. Ein steinerner Lagerschrank zur Aufbewahrung von Kleidungsstücken. Was meinst du, Shanna? Kannst du mir einen Ankleideraum bauen? Ich habe mir solche Mühe damit gegeben, all die Kleider herzustellen. Es wäre jammerschade, wenn niemand sie je tragen würde. Bitte, Shanna, es muss nichts Ausgefallenes sein. Wir bräuchten nur einen Steinschrank und ein paar Steinschemel. So, jetzt... Das mit dem Schild hier regt mich ein bisschen auf. Ungefähr sowas... Ja, simples Schlafzimmer, ist klar. Der Obstsalat soll da wieder drauf. Das Schild beschriften, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Jetzt kann ich schreiben, der Tisch war vorher im Weg. Wem soll dieser Raum gehören? Pili. Dies ist fortan Pilis Raum. Bist du damit einverstanden? Ja. Das private Schlafzimmer ist ab jetzt der Raum von Pili. Das heißt, wir müssen unser Bett einreißen, weil das gehört hier einfach nicht mehr hin. Pili hat jetzt hier ihr privates kleines Ding und wir, naja, das ist vielleicht, ich meine gut, wenn wir eine Herberge hier draus machen, oh, wir müssen echt langsam zusehen, wir müssen richtig umbauen eigentlich. Wir müssen eigentlich langsam richtig heftig umbauen. Das hier ist logischerweise zu groß für ein Schlafzimmer erstmal. Ankleideraum. Wir nehmen jetzt erstmal Erde.
und dann geht's ab. Die Frage ist jetzt, eine Wand reicht, also müssen wir hier keine Doppelwand machen. Das Schlafzimmer für mich, das kann ja... Achso, jetzt kann ich auch quasi für mich selber einen Raum machen. Wir sind natürlich nicht so anspruchsvoll. So, zwei Blöcke sollten schon frei... Ach scheiße, da kann ich aber keine zwei Räume draus machen. Da kann ich keine zwei Räume draus machen. Scheiße. Doch, ist eigentlich können wir das so lassen. Die Tür? Wo soll die Tür hin? Erstmal muss ich eine Tür bauen. Erstmal muss ich eine Tür bauen, das wäre schon immer ganz vorteilhaft. Oder hat schon wer eine für mich gebaut? Das kann ja sein. Nee, hat keiner eine Tür für mich gebaut. Frecherweise, ist klar, wir kümmern uns wieder um alles selber. Schwingtür, ne, für ein Schlafzimmer ist vielleicht eine Schwingtür nicht das Coolste. So, Shanna hat eine Strohtür gebaut. Scheiße, na gut. Ich dachte, wir hätten diesen Monstern eine Lektion erteilt, aber sie haben wohl noch nicht genug. Shanna, ich empfinde es als meine Pflicht, einen Weg zu finden, um diese Stadt vor diesen bösen Bestien zu beschützen. Ich habe so oft unermüdlich bis tief in die Nacht daran gearbeitet, die Kent in Chronik zu entziffern. Ich habe kaum ein Auge zugemacht. Darin wird eine große Burg jenseits des Dorfes der Hämmerlinge erwähnt, noch weiter entfernt als das Kentlinggebirge. Diese Burg soll über einen mächtigen Stachelsteinwall verfügt haben, der selbst den heftigsten Attacken standgehalten hat. Begib dich zu dieser Burg, Shanna. Dein Kompass wird dir den Weg weisen. Ergründe das Geheimnis des... Was sagst du da? Drecksarbeit? Bei meinen zarten Seiten. Shanna, das nehme ich dir übel. Ich bitte dich doch nicht, um meinetwillen dorthin zu gehen, sondern nur zu deinem eigenen Besten. Bist du denn nicht die Erbauerin? Die legendäre Gestalt, deren Schicksal es ist, uns alle zu erretten? Jetzt nimm deinen Kompass und tu deine Pflicht. Finde heraus, wie der Stachelsteinwall gebaut wird. Eine neue Mission wurde auf dem Kompass markiert. Wo ist unsere Tür? So. Alter. So, jetzt muss hier ein Bettchen rein. Eigentlich wollte ich hier zwei Räume machen, um das Ankleidezimmer auch hier aufzubauen, aber das ist natürlich schwierig jetzt so. Oh, so liegen wir uns entgegen. Das war gar nicht geplant, aber das ist natürlich wundervoll. Eine Fackel? Nee, wir nehmen schon. Ja doch, erstmal, wir wollen hier nichts Besonderes erstmal machen. Die Fackel kann erstmal dahin. Shanna baut einen leeren Raum. Ich hätte als leeren Raum aber gerne ein Privatzimmer, weil das ist nur für mich und für niemanden sonst. Also brauchen wir noch ein Frauenschild. Der Rest ist erstmal egal. Ladenschild her, alter Schwede, ey. Wer verkauft denn, wenn ich ein Ladenschild habe? Das können wir noch machen. Haben wir nochmal ein Darmschild und dann müssen wir auch wieder Holz machen. Wir können ja unser ganzes Holz wieder wegmachen. Da war Holz. 26, alles herstellen. Alles. Shanna stellt 26 Stücke Holz her. Brauchen wir noch was? Einen Topf brauchen wir eigentlich auch noch, oder nicht? Steinschrank. Kupferbarren. Ach so, wir brauchen jetzt die Steinschmelze auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen so oder so Kupfer. Wir brauchen so oder so auf jeden Fall Kupfer. Erstmal das Damenschild. Hier kommt man rein und man sieht direkt, wer die Frau des Hauses ist. Das war falsch. Plus 100 Punkte. Ich kann das nicht beschriften. Ich muss hier noch einen Topf reinstellen, damit es überhaupt erstmal ein Raum wird, der zum privaten Dingsbums werden kann. Ah, wo ist der Topf? Shanna stellt einen Töpfel her. Dann halt so. Der Topf soll der hier in die Ecke? Ja. Leerer Raum wird zu einem privaten Schlafzimmer. Schreiben, wem soll dieser Raum gehören? Der Shanna. Dies ist fortan Shannas Raum. Bist du damit einverstanden? Ja, das private Schlafzimmer ist ab jetzt der Raum von Shanna. Juhu, unser eigenes Zimmer. Ist das nicht wundervoll? Naja, nicht so wirklich, aber was soll's? Was soll's? Wir brauchen Kohle. Wo schickst du uns hin? Shanna, stimmt es, was Roy mir erzählt hat? Du bist die Erbauerin? Die echte Erbauerin aus der Legende?
Ich weiß alles über dich. Ich dachte immer, es sei merkwürdig, dass es eine Heldin geben soll, die nicht stärker wird, wenn sie Monster besiegt. Das finde ich auch merkwürdig. Aber Shanna, was, wenn ich dir sage, dass es einen besonderen Trick gibt, der dich besser kämpfen lässt? Hinter dem Dorf der Hämmerlinge, am Fuß des Gebirges, gibt es ein Monster, das einen total merkwürdigen Angriff verwendet. Wenn du es schaffst, dieses Monster zu besiegen, kannst du seine Technik sicher selbst erlernen. Spüre es mit Hilfe deines Kompasses auf und verpasst der Bestie eine ordentliche Tracht Prügel. Eine neue Mission wurde vom Kompass markiert. Und das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir haben jetzt 2 Missions. Wir müssen uns hier auch nochmal umgucken, weil hier fehlt uns dann, denke ich, auch noch einiges. Wie geht's, Shanna? Hast du das Monster mit der besonderen Kampftechnik schon besiegt? Die Kreaturen, die unsere Stadt angreifen, werden immer stärker. Es wird also Zeit, dass auch du ein bisschen stärker wirst. Das Monster, das ich meine, findest du in unmittelbarer Nähe des blauen Teleportals, direkt am Fuße der großen Steinberge. Komm wieder und sag mir Bescheid, wenn du das Monster besiegt hast. Dann können wir gemeinsam versuchen, seine besondere Technik zu kopieren. So, das ist alles schön und gut und ich freue mich auch wirklich. Und nichtsdestotrotz sind wir angewiesen auf einen Riesen. Auf einen Riesen, Monster, heftig, großen Batzen, motherfucking Kohle. Und Steine. Früher oder später auch Steine. Wobei die hier nichts verlieren, deswegen egal. Wo war die erste Höhle, die ich vorhin gesehen hatte? Wo war die erste Höhle? Hier waren wir auf jeden Fall drin. Der hatte mir ein Schild geschenkt damals. Der Hämmer. Ich glaube. Ich finde das scheiße, wenn die alles kaputt machen. Nein, du sollst nicht alles kaputt machen. Der hat das Schild von dem kaputt gemacht. Ich habe keine Ahnung, was da drauf stand und ich werde es auch nicht mehr rausfinden. Doch, wenn ich in meinem Let's Play gucke, dann weiß ich, was auf dem Schild drauf stand und da kann ich es wieder nachbauen. Geil. Geil. Dann bauen wir das da wieder genauso hin, wie es war. Ich verspreche es euch. So. Silber. Silber. Oh, gleich noch mehr Silber. Und noch mehr Silber. Und noch mehr Silber. Nehmen wir mit. Reicht erstmal, weil Silber noch wissen wir eh nicht, was wir daraus bauen können. Wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir noch ein bisschen mehr Kupfer natürlich mit. So. Das war das. Da oben ist Kohle. Aber ich will die Kohle in der Höhle, weil ich hoffe, dass es da einfacher geht. Das ist erstmal schon mal hilfreich. Einfach alles kaputt hauen. Ihr wisst es doch. Kohle. Wir brauchen Kohle und wir kriegen Kohle. Du sollst da hochklettern. War das hier? Nee, hier war die Truhe und das Ding von dem Typen. Dann war die Höhle jetzt ein... Dann war... Hier ist die Höhle, genau. So. Dann steigen wir wieder einmal hinab. Die Höhle, das ist bestimmt egal, ob es Nacht ist oder nicht. So. So. Wir müssen nachher natürlich auch wieder hochkommen. Na gut, wir müssen uns da eh hochbauen. Dann nehmen wir das Silber hier nochmal mit. Was soll's? Was wir haben, haben wir schließlich. Hier ist noch mehr. Ach, wir sind schon drinnen. Wow, vielleicht ist hier ein Gegner. Wartet, wir müssen aber nochmal runter. Ach, hier ist eine... Scheiße, ich sehe nichts. Kohle. Noch mehr Kohle. Ja. Ich brauche Erde. Moment. Da, genau. Zack. Schwert. Hier brauchen wir mit Sicherheit das Schwert. Scheiße. Okay, so groß war es gar nicht. Lesen.
Hier liegt ein altes, modriges Notizbuch. Shanna schlägt die letzte Seite auf. Die Göttin sei gepriesen. Gewiss habe ich es ihr zu verdanken, dass ich in dieser finsteren, feuchten Höhle auf reichliche Mengen an Kohle und Kupfer gestoßen bin. Doch egal, wie stark ich auch dagegen schlage, ob mit meinem Zypressenstock oder meinem Eichenholzknüppel, die Mineralien wollen sich einfach nicht aus dem Felsen lösen. Ach, hätte ich doch eine stärkere Waffe bei mir. Aus solchen feinen Materialien könnte ich wundervolle Dinge herstellen. Ich hege keinen Zweifel daran, dass in Mineralien wie Kohle und Kupfer die Zukunft der Menschheit liegt. Hätte ich doch nur einen Hammer. Der Eintrag ist hier zu Ende. Anscheinend wurde er vor sehr langer Zeit geschrieben. Tja. Das wusste ich leider schon. Oh, da ist die Kohle. Ich habe mich schon gefragt. Oh, das reicht. Das reicht erstmal für ein bisschen was aus. Oh ja. Oh ja. Oh ja, Freunde. Damit kommen wir voran. Oh, wie geil. Oh, Kupfer, 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 Kohle, Kohle. Kohle und Kupfer, das höre ich gern. Aus Kohle backe ich mir einen Kuchen. Und das Kupfer habe ich auch zum Fressen gern. Tonight. Manchmal glaube ich bin besoffen. Auch wenn ich nüchtern bin. So. Die Sachen haben wir. Ist hier noch mehr? Wir müssen auch vielleicht mal in die Decke gucken. Da oben, also das ist wahrscheinlich dann einfacher von oben daran zu kommen. Aber hier ist soweit nichts. Aber wir gucken mal. Nicht, dass hier dann doch noch was erscheint. Seht ihr? Hier ist Kupfer. Und da ist auch Kupfer. Und unser Hammer hält noch ein bisschen was aus. Jetzt bauen wir mal in die Richtung hier. Okay. Das soll erstmal gut sein. Ich will wirklich nicht hier alles zerstören. Okay, im Dunkeln ist nicht gut sehen. Da ist noch mehr Kohle. Sorry, ihr habt selber gesehen, Freunde, wie viel Kohle wir brauchen. Ich überlege, ob wir vielleicht diese Farm, wenn wir farmen, ob wir das überspringen oder nicht. Erstmal lasse ich es auf jeden Fall. Später, wenn wir vielleicht gezwungen sind, viel, viel mehr noch zu farmen, vielleicht schneide ich das dann raus. Oh! Knospe? Knospe ist immer super. Weil Knospen habe ich nicht so viele und ich will ja noch irgendwann schöne Sachen pflanzen. So, um hochzukommen, brauchen wir einen Stein. Aber vielleicht nicht unbedingt immer vor die Kohle legen. Hier ist gut. Wir sollten auch auf der Erde draufbleiben, weil das ist wohl das, was wir so ziemlich mit am meisten brauchen. Wartet mal. Nochmal Kohle. Wir haben die Nacht überstanden. Wir haben die Nacht schon überstanden ohne Probleme. Einmal hochgucken, bitte. So, damit hätten wir einen Weg hier auch rausgefunden. Alter! Alter! Nee, kommt. Ich will jetzt nicht abdrehen hier. Da unten ist nichts versteckt, so wie es scheint. So, da hinten waren wir. Da haben wir den Typen befreit. Da ist nichts mehr. Das wissen wir ja. Dann gehen wir nochmal hier, was weiß ich, in Schwert. Da. Ah! Außer Luft anzugreifen, das gefällt mir quasi fast am besten. Immer her mit dem Stein. So. Oh, oh. Baue nicht mit leerem Magen. Sobald deine Sättigungsanzeige leer ist, fängst du an, LP zu verlieren. Nimm Nahrung zu dir, um dich zu stärken und die Anzeige wieder aufzufüllen. Das machen wir. Obstsalat. So, was hatten wir noch? Ach nee, wir haben nur Obstsalat, glaube ich. Scheiße, Alter. Oh, wir müssen viel mehr Essen kochen. Schon wieder ein Ledersack? Wo habe ich einen Ledersack her? Bonbon. So, wir haben... Oh, Alter, wir müssen viel, viel mehr Essen kochen. Aber viel, viel mehr. Da unten ist anscheinend auch nichts. Ach doch, wir haben... Ah, nee, nee. Wir haben von dem Typen da hinten Höhlen gesehen, oder nicht? In weiter Ferne, aber wir haben sie gesehen. Da unten. Da unten ist sie.
Und da kommen wir natürlich auch hin. Da sehe ich schon wieder Silber. War da die... Nee. Hier ist keine, ne? Da müsste da eigentlich noch eine... Da... Och, da hinten auch. Scheiße. So. Wir nehmen... Wir haben schon so viel Silber und wir wissen noch nicht mal, was wir damit machen können. Ist... Oh, ich dachte, hier ist vielleicht auch ein Buch. Ich dachte, hier ist auch ein Buch zum Lesen. Okay. Das sollte langsam eigentlich mal reichen, Dicke. Was wir so an Kohle mittlerweile eingesammelt haben. Okay. Damit hätten wir die Hülle abgeschlossen. Die nächste wollen wir aber auch gleich noch mitnehmen.